Hallo zusammen und willkommen. Essig hat sich in vielen Haushalten als Salatdressing, zum Würzen von Speisen, als Badezusatz, Konservierungsmittel und vielseitiges Reinigungsmittel etabliert. Kein Wunder, denn es ist effektiv, ergiebig und umweltfreundlich. Essig ist allerdings keine Erfindung der Neuzeit. Bereits die alten Ägypter, Perser, Römer, Babylonier und Griechen wussten um die Wirkung des Essigs und stellten diesen aus sauer gewordenen Säften Wein und Bier her, um Speisen einzulegen, die Haltbarkeit des Trinkwassers zu verlängern oder auch dieses erst genießbar zu machen. Medizinisch eingesetzt half Essig bei Atemwegserkrankungen, Verdauungsbeschwerden, aber auch aufgrund seiner desinfizierenden und reinigenden Wirkung bei Hautkrankheiten. Heute wird Essig durch Fermentation alkoholischer Flüssigkeiten, die aus verschiedenen Grundstoffen gewonnen werden, mit Essigsäurebakterien hergestellt und in unterschiedlichen Variationen angeboten. Zu den bekanntesten gehören Branntweinessig, Weinessig, Balsamessig und Fruchtessig. Weniger bekannt sind Getreideessig, Gemüseessig, Reisessig und Honigessig. Innerhalb dieser Essigarten gibt es eine Vielzahl von zum Teil teuren Essigsorten, was erklärt, warum sich ganze Geschäfte mit Essig beschäftigen und diesen für den Kunden meist noch vor Ort abfüllen. Im Haushalt jedoch werden in der Regel Weißweinessig, Essigessenz oder Apfelessig eingesetzt. Diese sind günstig und in so gut wie jeder Drogerie oder in jedem Supermarkt zu finden. Was vielleicht einige nicht wissen ist, dass Essig im Haushalt nicht nur als Entkalker oder zur Bodenreinigung benutzt werden kann, auch ist dieser im Garten eine wahre Wunderwaffe. Im heutigen Video stellen wir euch 7 Anwendungsmöglichkeiten vor. Viel Spaß! Nummer 1. Essig hilft gegen Unkraut. Anstatt viel Geld für giftige Chemikalien auszugeben, um Unkraut in deinem Garten loszuwerden, kannst du gerne auch Apfelessig direkt auf das Unkraut gießen. Die Essigsäure stoppt das Unkrautwachstum, ohne den Boden zu beschädigen. Nummer 2. Essig hilft, Ameisen loszuwerden. Um Ameisen im Garten loszuwerden, ist sowohl normaler Essig als auch Apfelessig geeignet. Hierfür stellst du eine Mischung, die du aus einem Anteil Wasser und einem Anteil Essig besteht, her und füllst diese in eine Flasche. Anschließend verteilst du die Mischung auf die Laufwege und betroffene Stellen. Nummer 3. Essig sorgt für frische Blumen. Um Blumensträuße haltbarer und frischer zu machen, die du vielleicht aus deinem Garten oder geschenkt bekommen hast, vermischst du 2 Esslöffel Essig und einen Teelöffel Zucker in 1 Liter Wasser. Nun brauchst du nur noch deine Blumen in die Lösung zu stellen. Nummer 4. Mit Essig kannst du den pH-Wert des Bodens testen. Der Säuregehalt im Boden beeinflusst maßgeblich das Wachstum der Pflanzen. Ist dieser zu hoch, gedeihen Pflanzen schlecht. Zum Test kannst du ein wenig Erde in einen Behälter geben und eine halbe Tasse Essig hinzufügen. Wenn der Essig zu zischen und zu sprudeln beginnt, ist der Boden zu alkalisch. In diesem Fall könnte Schwefel oder Torfmus dabei helfen, die Säure des Bodens auszugleichen. Nummer 5. Essig entfernt Allergene. Wenn du im Garten mit bloßen Händen gearbeitet hast, reicht es manchmal nicht aus, deine Hände nur zu waschen. Eine mit Wasser verdünnte Essigessenz entfernt wirkungsvoll Allergene und andere Ablagerungen, die Auslöser für einen Juckreiz sein könnten. Nummer 6. Essig hält ungeliebte Tiere fern. Durch den sauren Geruch des Essigs lassen sich ungeliebte Tiere wie zum Beispiel Kaninchen, Maulwürfe, Nagetiere und Rehe fernhalten, ohne ihnen Schaden zuzufügen. Alles, was du tun musst, ist ein paar Lappen in Apfelessig einzuweichen und diese verteilt in deinem Garten zu platzieren. Um sicherzustellen, dass diese Methode anhaltend wirkt, müssen die Lappen einmal die Woche erneut eingeweicht werden. Nummer 7. Essig hilft beim Säubern von Töpfen. Um Rückstände wie zum Beispiel Moos von Töpfen zu entfernen, mischst du einen Anteil Wasser mit einem Anteil Essigessenz. Mit dieser Lösung kannst du nun deine Töpfe behandeln. Bei groben und hartnäckigen Verschmutzungen oder Ablagerungen kannst du die Anteile erhöhen und deinen Topf für mindestens eine Stunde in dieser Lösung einwirken lassen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Du hast vielleicht schon einmal Essig im Garten verwendet oder hast weitere Ideen, wie man Essig noch einsetzen kann? Dann würden wir uns freuen, wenn du deine Meinung oder einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.